Heute möchte ich optimistisch sein. Ich möchte über den Optimismus sprechen, um genau zu sagen, über den japanischen Marktplatz Rakuten, was so viel heißt wie Optimismus. Rakuten.de ist auch auf dem deutschen Markt vertreten und ist auf dem deutschen Markt einer der Marktplätze, was nach Amazon und eBay folgt. Und deshalb ist es eine Überlegung wert, auch da als Händler seine Produkte zu listen. Wir schauen uns die Vor- und Nachteile an, welche Gebühren auf uns zukommen bei Rakuten.de und ob es sich lohnt, bei Rakuten seine Artikel zu listen. Ich heiße dich herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du dabei bist. Wenn dich solche Themen interessieren, wie das Listen auf Marktplätzen, sich ein erfolgreiches Online-Geschäft aufzubauen und erfolgreich zu verkaufen, dann abonniere diesen Kanal, drücke die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. So Freunde, dann lass uns hier den Marktplatz Rakuten.de mal abchecken und schauen, ob es sich auch für dich lohnt, deine Artikel hier zu listen. Ich kann vorab sagen, ich bin hier schon seit knapp 3 Jahren gelistet und kann überwiegend positive Erfahrungen mitteilen. Deshalb mache ich dieses Video. Am Ende dieses Videos zeige ich dir auch meine Umsätze, die ich hier erwirtschaftet habe in der Vergangenheit, so dass du abwägen kannst für dich, ob es sich auch für dich lohnen könnte. Jedoch müssen wir auch die Vor- und Nachteile besprechen für diesen Marktplatz, denn dieser Marktplatz ist nicht für jeden Händler geeignet und ich sage dir warum. Generell zu sagen, gehört dieser Marktplatz unter die Top 10 der E-Commerces. Weltweit haben die einen Umsatz von 2007 bis 2016 von 6 Milliarden Euro erwirtschaftet. 2016 haben die allein auf dem deutschen Markt einen Umsatz von 104 Millionen Euro gehabt. Ja, ich befinde mich hier gerade auf dem ganz normalen Marktplatz, wo man Artikel bestellen kann als Kunde. Und wie ihr sehen könnt, ist der aufgebaut wie jeder Marktplatz eigentlich eher ein bisschen angepasst an eBay, würde ich sagen. Hier hat man die Kategorieauswahl, also man hat hier wirklich eine breite Palette an Kategorien, die man wählen kann, genauso wie auch die Suche. Wenn wir hier als Händler tätig werden möchten, dann müssen wir ganz unten schauen, da steht das Ganze, ja hier unten, Händler werden, klicken wir dann drauf und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal die ersten Informationen, die wir an die Hand bekommen, um uns hier über diesen Marktplatz zu informieren. Lasst uns die Vorteile von diesem Marktplatz anschauen und gucken, ob diese denn wirklich vorteilhaft sind. Also, Empowerment nennt sich das Ganze hier. Man bekommt Unterstützung im Bereich Werbung, Logistik und IT-Lösungen. Das heißt, wenn ihr hier als Händler listen wollt, dann bekommt ihr hier definitiv eine vernünftige Anbindung an euer Shopsystem oder ihr macht das über eine Schnittstelle oder. Und hier werdet ihr definitiv gut beraten und habt gewisse Partner, die euch an die Hand gegeben werden. Das Ganze ist natürlich inklusive im Preis, so dass ihr hier eine gute Anbindung herstellen könnt. Transparente Gebühren, zu denen wir gleich nochmal kommen, sind auf jeden Fall transparent und im Vergleich zu anderen Marktplätzen sind die definitiv auch gut positioniert und aufgestellt. Persönliche Beratung, ja, das ist ein großer Pluspunkt, denn ich habe persönlich, wie gesagt, schon Erfahrungen und die sind hier echt sehr gut. Man kriegt einen persönlichen Berater an die Hand, den man jederzeit telefonisch erreichen kann, wenn man Fragen hat, wenn man irgendwelche technischen Probleme hat, ist das Ganze hier geregelt. Dann hat Rakuten ein Point-System, das ist ein Kundenbindungssystem, mit dem Kunden quasi gebunden werden, um immer wieder zu kommen. Beim Einkauf bekommen sie Punkte gut geschrieben und können diese im Nachhinein wie einen Gutschein für den nächsten Einkauf einlösen. Ein gutes System, wie ich finde. Und Partner, nicht Konkurrenz heißt das hier. Das heißt, ihr tretet hier als Händler ganz alleine auf, nicht wie bei Amazon, dass Amazon Artikel auch selbst verkauft und dementsprechend vielleicht euch eine Konkurrenz darstellt. Hier ist es nicht so, hier verkauft ihr ganz allein. In-House-Marketing wäre jetzt Traffic, Conversion und Umsätze steigern. In dem Falle werdet ihr definitiv durch verschiedene Kampagnenmaßnahmen und so weiter begleitet, um so mehr Umsätze zu erzielen und euch gut auf diesem Marktplatz zu positionieren.
Ein Vorteil, was so kein Marktplatz macht, ist bei Rakuten, dass ihr die Rechtstexte an die Hand bekommt. Also ihr braucht euch nicht irgendwo teure Rechtstexte zu besorgen. Diese bekommt ihr von Rakuten aus komplett kostenlos zur Verfügung gestellt, wenn ihr hier Händler seid. Und ein anderer Vorteil ist, wenn ihr schon einen richtigen eigenen Shop habt, dann könnt ihr euch hier einen Shop in dem Design erstellen lassen, der dann euren identischen Shop quasi abbildet und so einen Wiedererkennungswert schafft. Kommen wir zu den Preisen. Wie schon gesagt, sind die sehr überschaubar, doch es gibt einen kleinen Haken. An diesem Kriterium kann man entscheiden, ob man hier listen möchte als Händler oder nicht. Es eignet sich, wie gesagt, nicht für Anfänger. Warum, sage ich euch sofort. Zuerst einmal sieht das hier ganz überschaubar aus. Basic-Tarif wie auch bei Amazon 39 Euro Grundgebühr monatlich, was recht okay ist und ihr könnt so viele Artikel listen, wie ihr möchtet. Verkaufsgebühr inklusive Zahlungsabwicklungskosten. Das heißt, Rakuten übernimmt hier die Zahlungsabwicklung und bietet Zahlungsdienstleister wie PayPal, Rechnung, Kreditkarte und Lastschrift an. Und was sehr gut ist, dadurch entstehen euch keine Zahlungsgebühren. Jedoch müsst ihr dann auf die Auszahlung 14 Tage warten, also ähnlich wie bei Amazon, bis die gesetzliche Widerrufsfrist abgelaufen ist und dann kriegt ihr diese Zahlungen natürlich auf euer Konto überwiesen. Der kleine Haken, den es hier gibt, ist natürlich, dass man eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten heißt. Das heißt, man ist 12 Monate zu diesem Marktplatz gebunden und kann nicht vorher kündigen. Und 12 Monate würden diese 39 Euro Grundgebühr anfallen. Was natürlich ein Pluspunkt ist, sind die 9% Verkaufsgebühr, was recht wenig ist im Verhältnis zu Amazon, wo man beispielsweise 15% bezahlt. Des Weiteren gibt es hier ermäßigte Kategorien, wo man nur 5% bezahlt. Da seht ihr das hier, das ist Elektronik, Foto, Optik, Reifen, Felgen, Haushaltsgeräte, Auto, HiFi und Navigation. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere, aber ich glaube, das sind die Kategorien, die da wirklich ermäßigt sind. Des Weiteren fällt ein weiterer Prozent an für die Verkaufsgebühr, wenn man Affiliate-Programme machen möchte. Das heißt, Rakuten listet für euch auf diversen Preisvergleichportalen wie Idealo, wie Preisalarm und so weiter, was es da nicht alles gibt. Die sind da recht gut vertreten und natürlich hat man da eine größere Wahrscheinlichkeit, dann seine Artikel auch zu verkaufen. Zusätzlich die Superpoints bzw. Rakuten-Points, die wir angesprochen haben, das Kundenbindungssystem kostet auch einen weiteren Prozent, was sich eventuell lohnen kann. Meiner Meinung nach nutzen das schon viele Kunden, weil die dann davon auch für den nächsten Einkauf profitieren. Müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Dann kommt man natürlich schnell auch auf 11% Verkaufsgebühr. In dem Fall muss man das für sich entscheiden. Das ist nicht zwingend erforderlich. Wie gesagt, hier müsst ihr wirklich selbst entscheiden als Händler. Wenn ihr schon länger gelistet seid auf anderen Marktplätzen, dann könnt ihr natürlich diesen Marktplatz dazu nehmen, um eure Reichweite ein bisschen zu vergrößern und Artikel zu verkaufen. Wenn ihr aber am Anfang steht und jetzt plant, wo möchte ich denn, auf welchem Marktplatz möchte ich denn meine Artikel listen, dann würde ich diesen Marktplatz definitiv nicht empfehlen, denn dann seid ihr nämlich wirklich ein Jahr lang an diesen Marktplatz gebunden und das könnte euch wirklich ein bisschen zu viel kosten. Des Weiteren fällt eine Einrichtungsgebühr in Höhe von 49 Euro an. Wenn ihr das Ganze aber jährlich abrechnet, dann entfällt diese. Wenn du dich jetzt entscheidest, auf diesem Marktplatz zu listen, wie melde ich mich denn hier an? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir klicken mal hier auf So funktioniert's. Ihr könnt euch Informationen anfordern durch ein Kontaktformular, wo ihr dann kontaktiert werdet von rakuten.de. Die werden euch noch ja, Fragen beantworten, falls ihr Fragen habt und diverse andere Details besprechen. Und dann werdet ihr natürlich registriert. Ihr könnt eure Produkte hochladen und das Ganze starten. Oder ihr könnt direkt euch registrieren und klickt direkt auf Registrieren, wählt euren Marktplatz aus. Wie schon gesagt, Rakuten ist hier in diversen Ländern gelistet. Ihr müsst natürlich, wenn ihr in Deutschland sässig seid, auch Deutschland auswählen. Gebt hier eure persönlichen Daten ein und könnt das Ganze, wie gesagt, abschließen.
Soweit zu der Anmeldung. Ich habe euch versprochen, dass ich meine Zahlen zeige, welche Umsätze ich erwirtschaftet habe auf diesem Marktplatz. Und ich kann wirklich sagen, es ist nicht schlecht, wenn man eine breite Produktpalette hat und hier listen möchte. Das schauen wir uns mal direkt hier an. Ich befinde mich hier in dem Backoffice. So sieht das Ganze aus. Also die haben auch das Design hier überarbeitet. Und man hat hier so ein bisschen jetzt mehr Möglichkeiten, die vorher nicht da gewesen sind. Man hat hier direkt eine Übersicht der Statistik. Ja, und hier sieht man auch immer die Auszahlungen, Guthaben in Sicherheitsfrist. Das ist die 14-tägige Sicherheitsfrist. Danach wird das Geld hier ausgezahlt. Und ja, gucken wir uns mal die Statistik an, welche Umsätze ich denn in der Vergangenheit erwirtschaftet habe. So sieht die Übersicht der Statistik aus. Hier könnt ihr die Monate durchklicken und wie wir sehen können, habe ich hier im Mai 12 Verkäufe gemacht mit einem durchschnittlichen Warenkorbwert von 78 Euro. Ich habe hier Artikel gelistet im höheren Preissegment, deshalb ist der Warenwert immer recht hoch. Jedoch hat man hier trotzdem gute Umsätze dadurch. Schauen wir uns die anderen Umsätze an, insbesondere der Hochsaisons, wo man natürlich so umso mehr erwirtschaften kann. Und ich klicke hier auf November 2018, habe ich 58 Verkäufe gehabt und mit einem Umsatz von 8000 Euro. Schauen wir mal den Dezember dazu an, hat man schon über 100 Bestellungen im Monat gehabt und einen Umsatz von über 15.000 Euro. Ja, das kann bei euch anders sein. Wie gesagt, ich habe Artikel im hochpreisigen Segment, dementsprechend ist der Umsatz recht hoch immer. Gucken wir das letzte Jahr an, November 2019. Da hatte ich auch schon über 100 Bestellungen bei 12.000 Euro Umsatz und im Dezember waren es dann 119 Bestellungen bei über 15.000 Euro Umsatz. Also es ist gar nicht so schlecht, muss man dazu sagen. Man kann hier definitiv einige Umsätze mitnehmen. Und das musst du natürlich für dich entscheiden, ob du hier listen möchtest oder nicht. Wenn du hier vielleicht schon vertreten bist, dann berichte mal von deinen Erfahrungen, was du für Erfahrungen gemacht hast. Schreibe dazu gerne unten in die Kommentare. Falls du noch Fragen zu diesem Marktplatz hast, dann auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich werde so schnell wie möglich beantworten. Ich hoffe, dir war das Video sehr hilfreich und auch vielleicht entscheidest du dich auch hier zu listen. Gib mir diesem Video einen Daumen hoch, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Abonniere ihn, drücke auf das Glockensymbol, um kein weiteres Video mehr zu verpassen, um immer up to date zu bleiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist.